Es gibt diese Momente, in denen du wie im Schock dastehst, nervös wirst und nicht weißt, was du sagen sollst. Oder wie im Autopilot irgendetwas herausplapperst und ein paar Sekunden später denkst du dir, hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten. In diesen zwei Situationen solltest du in der Tat nichts sagen und dein Schweigen für dich reden lassen. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz und hier ist auch schon die erste Situation. Erstens, wenn du dich bei jemandem vorstellst. Wenn du dich einer Person vorstellst, dann tappen wir leicht in die Falle der gesellschaftlichen Erwartung, direkt etwas zu sagen. Nehmen wir an, einen Freund stellt dir eine Bekannte vor, die du ziemlich hübsch findest. Simon, Christina. Christina, Simon. Die Spannung und der Druck in uns sagt uns, dass wir direkt antworten sollten. Hallo! Und danach? Ja, danach schweigen wir meistens, weil wir so nervös sind, dass wir eh nicht wissen, was wir jetzt noch erzählen sollen. Hier können wir etwas so Subtiles, aber auch enorm Attraktives tun. Anstatt dass wir wie aus der Pistole geschossen antworten, hallo, ja, ich bin der Simon. Stattdessen schauen wir in die Augen, lächeln, warten 2 Sekunden, strecken dann unsere Hand aus, warten nochmal 2 Sekunden und erst dann sagen wir Hi. Der erste Eindruck, den du damit erzeugst, ist um ein Vielfaches beeindruckender, als wenn du nur wie jeder andere auch auf die Situation so schnell wie möglich reagierst. Verstehst du genau das, wo wir uns von den anderen, den Alphas, den lautstarken Machos, den Schwätzern und den Arschlöchern unterscheiden? Das ist unsere Stärke. Stille Wasser sind tief. Und wenn du dazu stehst, wer du bist, das heißt, anderen in die Augen schauen kannst, während sie darauf warten, dass du etwas sagst, und du den Moment einfach ein wenig auskostest, dann fangen Menschen an, sich zu fragen, was in dieser stillen Tiefe so abgeht. Sie wollen wissen, was du jetzt gleich sagen wirst. Du bist wortwörtlich anziehend. Übrigens, wenn dich tiefgründige Gespräche mehr als flachen Smalltalk interessiert, dann gibt es besonders interessante Fragen, die du genau jetzt, kurz nach dem Vorstellen, ihr direkt fragen kannst. Wie du diese Fragen stellst und wie du deine eigenen kreierst, die auf deinen Werten basieren, das bekommst du im kostenlosen Videotraining, das ich dir hier verlinkt habe. Zweitens, wenn dich jemand nach deiner Meinung fragt. Fragt dich jemand nach deiner Meinung und du hast etwas direkt zu sagen, kann das zeigen, dass deine Antwort nicht wohl überlegt ist. Und das machen vor allem viele Angeber. Wir wissen instinktiv, das muss eine Antwort im Affekt sein. Und das sagt etwas über uns aus, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir auf unsere Umgebung reagieren, also immer springen, sobald irgendjemand etwas von uns will oder das tun und sagen, was angebracht oder höflich wäre, dann sind wir lediglich Figuren auf einem Spielbrett und irgendjemand anderes lenkt uns. Vielleicht ist das jemand, der Regeln aufgestellt hat, der schon lange nicht mehr lebt. Warum zur Hölle wollen wir diesen Menschen zuhören? Wenn wir diesen Reaktionen unterliegen, dann sind wir am anderen Ende der Wirkungskette. Anziehend ist es, wenn du die Wirkung bist. Wenn du die Wirkung bist, auf die andere reagieren. Und dazu musst du kein lauter, arroganter Arsch oder eine Spaßkanone sein. Überhaupt nicht. Schau dir nur mal diesen Clip von Keanu Reeves an. Responsibility of action in your choice. Du bist schon gut so, wie du bist. Wenn du erstmal 3, 4, 5 Sekunden Zeit aufbaust, bevor du antwortest, dann ist das okay. Dann baust du etwas auf, was die meisten Menschen nicht aushalten können. Und zwar ein wenig Druck. Aber in diesem Fall ist das positiver Druck. Und wir nennen diesen Druck Vakuum. Und in diesem Vakuum, wo keiner etwas sagt und beide den Moment erwarten, dass jemand die Spannung löst, ja, genau da fliegen die Funken. Das sind die Momente, wie du sie im Film kennst, wo der Mann die Frau einfach nur anschaut und sie sich ineinander verlieben. In echt ist das weniger dramatisch. In echt erschaffst du damit eine Situation, bei der sie einfach nur merkt, irgendwie ist er anders als die anderen. Irgendwie steht er nicht unter Zwang. Irgendwie ist er so gelassen. Er hat Ausstrahlung. Genau da können schüchterne Menschen besonders punkten. Steh dazu, wer du bist. Wir haben uns vor nichts zu verstecken. Menschen mit Herz suchen sich gegenseitig. Wir müssen nur anfangen, an uns zu glauben. Dabei helfe ich dir,
wie so vielen anderen Männern schon vor dir, sehr gern. Wenn du einen Leitfaden haben möchtest, schau dir meinen kostenlosen Videokurs an. Da erkläre ich dir, worauf Frauen achten, wenn du ihnen begegnest. Und wie du mit ein paar wenigen, aber gezielten, tiefgründigen Fragen besonders attraktiv wirst für die Frau, die du magst. Wenn du ihn sehen willst, klick hier hin.